ist natürlich sehr energiesparsam aufgebaut. Oder? Da führen verschiedene Komponenten dazu, wie zum Beispiel die Beleuchtung, die automatisch abstellt, der Antrieb, aber auch die Rekuperation. Früher war es so, dass wenn ein Lift bremst hat, ist die Energie verpufft, in Wärme umgewandelt worden. Und mit der Rekuperation tut man die Energie zurückspeisen ins Gebäude. Da kann man die Rekuperation mal hautnah erleben. Ich bin jetzt hier im Lift in eine Person und wird vom Erdgeschoss ins dritte Geschoss fahren. Jetzt sieht man hier, es ist grün am Leuchten, der Lift ist am Rekuperieren. Jetzt fragt man sich, aufwärts fahren und rekuperieren, wie geht das? Und zwar ist das so, eine Liftkabine ist mit einem Gegengewicht verbunden. Und das Gegengewicht ist so schwer wie die Hälfte von der maximalen Beladung. Und weil ich jetzt leichter bin mit der Kabine als Gegengewicht, tut er beim Auffahren bremsen und rekuperieren. Das Windrad produziert ungefähr so viel Strom pro Jahr, wie der Lift konsumiert. Und der Strom wird gespeichert, sodass man auch, wenn es mal nicht windet, auch den Lift benutzen kann.